Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von dem Spiel Heimwerker Simulator bzw. Hausflipper. Leute, Hausflipper Beta, da befinden wir uns gerade. Ja, letzte Folge hatten wir ja doch so ein paar Probleme. Da habt ihr mich auch so ein bisschen kritisiert, dass ich das nicht wüsste. Und ja, mit dem guten Heizkörper und mit dem guten Waschbecken. Da habe ich ja was vertauscht. Habe ich aber später dann auch, ich sag mal, klargestellt. Dass es ja natürlich falsch ist. Ich weiß gar nicht, wo ich da mit meinen Gedanken war. Okay, Leute, ich muss mich mehr konzentrieren. Und ihr werdet sicherlich fragen, wir hatten noch letzte Folge auch noch einen Auftrag angefangen. Genau, den habe ich schon zu Ende gemacht, ja. Allerdings ist mir die Aufnahme abgebrochen. Die Festplatte war voll. Ich habe jetzt mal ein bisschen wieder entleert. Gut, wir gehen auf Mail und nehmen natürlich einen neuen an. Walls knock down oder walls to knock down. Okay, I love open spaces, but in this home well. Okay, ich überfliege das Ganze mal. Also, eins kann man sagen, wir müssen auf jeden Fall eine Wand zerstören und das machen wir dann heute. Ich würde sagen, let's go, Leute, wir akzeptieren das Ganze. Und das Spiel kommt ja relativ gut an bei euch, das muss ich wirklich sagen. An meiner Spielweise muss ich durchaus noch arbeiten, das weiß ich, auf jeden Fall. Ich sag auch, wir werden das Spiel gemeinsam kennenlernen. Das heißt, ich schaue nicht, ich sag mal, 5 Folgen vorher rein. Oder ich sag mal, ne, außerhalb der Aufnahmen. Nein, das machen wir alles, sag mal, zusammen. Ich mach mal hier offen einfach mal. Und dann, sehen wir, was es hier so gibt. Vielleicht habt ihr immer Probleme. Dann seht ihr, okay, der Boxer hat auch mal Probleme. Dann weiß ich Bescheid, okay. Dann läuft das so. Und dann vielleicht finden wir eine Lösung. So, alles klar. Radiator, buy and mount a new one. Okay, das müssen wir erstmal machen. Heizkörper, Leute. Ah, da sehe ich doch schon was. Das können wir machen. Wir können das Bett hier auch wegstellen. Ach, guck mal, wir haben jetzt mehr Tools. Weil wir natürlich auch eine andere Mission haben. Okay. So, das Bett stellen wir mal ein bisschen hier vor, weil wir da ja einen Heizkörper montieren müssen. Es ist die Frage, können wir die Tür zumachen? Können wir da... Ah, okay, dann müssen wir anders arbeiten. Dann muss ich das Bett nochmal im Rand stellen. So. Muss ich erstmal den Stuhl wegstellen. Am besten erstmal dahin. Tür mal kurz aufmachen, damit wir den... Zack. Muss raus. Ah, okay, das können wir durch die Tür. Ich stelle es mal ganz kurz hier hin. Weil dann können wir besser arbeiten. So. Und dann können wir das Bett davon weiter wegstellen. Machen wir erstmal den Heizkörper. So, wo haben wir es denn? Da haben wir doch einen Heizkörper. Jetzt wollen wir es aber richtig machen, ne? So, und dann machen wir das auch schön dran hier. Boah, letzte Folge war echt fail. Da muss ich mich wirklich für entschuldigen. Ich weiß nicht, was da los war. Aber wie gesagt, Fehler können passieren. Und ja. Aber später konnte ich es dann irgendwie nicht mehr beheben. Keine Ahnung, ob das Spiel dann gesagt hat, geht irgendwie nicht. Oder ich habe es nicht hinbekommen. Keine Ahnung. So. Walls modified. Okay. Da haben wir was gekennzeichnet. Dann machen wir das doch. Wir stellen das mal eben wieder richtig hin. Dass wir das hier ordentlich haben. So. Weil wir wollen das ja auch sauber verlassen. So. Sehr schön. Alles klar. Sollen wir... Okay. Dann mache ich das mal, würde ich sagen. Mal hier auch mal offen. Okay, dann muss das hier raus. Alles klar, dann machen wir das. Was haben wir hier? Cell Tool, Campaign. Build Wall. Hammer.
Dann müssen wir irgendwie. Gibt es da wohl noch einen Trick? Ah, jetzt, okay. Aber Moment, Leute, wir sollten vielleicht mal, nicht, dass wir noch was beschädigen. Das wäre natürlich total Mist. Das hätten wir schon vorher machen sollen. Guck mal, das fällt nämlich hier schon. Oh Gott. Gibt es hier irgendwo noch Plätzchen? Irgendwie draußen oder so? Können wir die draußen lagern? Wir lagern die, alles klar. Weil ich will nicht, dass es hier kaputt geht. Okay. Dann wollen wir mal. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte den Hammer haben. Es kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Gibt's denn. Aber die Tür, kann ich die irgendwie rausbauen? Ach so, ich kann das hier verkaufen, alles klar. Nee, anscheinend nur mit dem Hammer, aber ich weiß zwar nicht, was mit der Tür passiert. Ach so. Oder kann ich die auch wegtransportieren? Ah, das ist ja krass. Das ist ja krass. Okay. Wir unboxen mal ein Haus, Leute. Wir müssen das auch noch wegmachen. Krasses Ding. Nice. Nee. So, jetzt hier. Jetzt geht's hier ab. So. Ein bisschen haben wir noch zu tun, Leute. Ihr seht das hier. Abrisssimulator. Das erinnert mich an Demolish and Build Company so ein bisschen. Aber es ist auch gar nicht so leicht. Also es fällt nicht alles direkt um. Ja, jetzt wird es leichter. Wie ist das jetzt eigentlich mit dem... Kann ich das irgendwie... Ah, das verschwindet. Okay. Das ist ja nice. Mega, okay. Wie umfangreich das hier ist, ne? Aber, okay, das habe ich mir fast schon gedacht, dass wir mal hier sowas abreißen müssen. Aber trotzdem cool. Sehr cool. Also, genau. Letzte Folge, also die nicht erschienen ist, weil wegen Aufnahme, ne? Abgebrochen und so. Da habe ich übrigens eine Steckdose repariert. War ganz cool. Also auch das geht. So, hier müssen wir noch Hand anlegen. Und dann müssen wir das hier auch komplett anreißen anscheinend. Dann will ich doch sagen, wir machen aber erstmal die Tür weg. Geht das schon? Mach mal zu hier. Nee, geht doch nicht. Oder steht da eventuell was hinter? Das kann ja auch sein. Steht hier nochmal? Mach mal zu. Ne, das geht auch nicht alles fit hier. Ja, oh, was ist denn mit der Steckdose? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, Leute. Müssen wir da noch was abklemmen? Hätten wir mal vorher machen sollen, ne? Gucken. Oh, es fällt einfach ab, okay.
So, ich glaube, ich kann die jetzt aber schon rausnehmen, oder? Nicht? Okay. Warum konnte ich die andere rausnehmen? Warum konnte ich die andere rausnehmen? Okay, machen wir noch weiter. Ich möchte jetzt auch nichts kaputt machen, weil dann müssen wir was neu kaufen eventuell. Ich weiß nicht ganz genau, wie das hier abläuft. Oh, da haben wir mal ein Ding bad weggepfeffert. Na, möchtest du? Na? Ja? Nochmal? Ja. Komm, das kriegen wir doch hin. Machen wir erstmal hier. Jawohl. Aber jetzt muss doch gehen. Tür? Möchtest du nicht? Ah, da war es gerade. Das. Ne, möchte er nicht? Vielleicht auch einmal hauen. Jetzt? Tatsächlich. Okay, es geht, Leute. Einmal hauen und dann. Aber wahrscheinlich so also einmal raushauen, ne? Das ist damit gemeint. Erstmal hinstellen, so. Oh, die mag's aber echt dann offen. Richtig krass. So, weiter geht's, Leute. Denkt daran, das Ganze ist halt noch eine Beta-Phase, ne? Ich weiß nicht, inwieweit noch was also realistischer dargestellt wird, besser dargestellt wird. Da muss man halt gucken nachher. Aber ich denke, wir dürfen uns da noch auf coole Sachen freuen. Das mal hier wegstellen. Was ist hier los? Nein, weg. So, ich wollte das doch. Das stellen wir doch mal hier hin. Zack. Und die Toilette können wir einfach so abbauen, oder? Natürlich. Alles klar. Ach so, wir sollen aber nur bis hier. Okay, das war jetzt natürlich ein bisschen viel. Sorry, aber auf Nummer sicher gehen, Leute, ne? Auf Nummer sicher gehen. So, auf geht's. Ich habe Angst, dass ich das da hinten kaputt mache. Mal gucken. Also wir haben 163 Euro und... Haben wir die Toilette kaputt gemacht? Nö. Na, komm. Nicht, dass wir jetzt hier zu viel kaputt machen müssen. Wollen wir ja auch nicht, ne? Wie geht man am besten eigentlich bei so einer, wenn man eine Mauer ausbaut, wie geht man da am besten vor? Man muss natürlich sich erstmal sicher sein, okay, die Decke ist immer noch gestützt sozusagen, ne? Muss man erstmal gucken, ist das eine tragende Decke oder, ne? Die Profis wissen, was ich meine. So, komm jetzt hier. Na. Ab mit dir. Ah, ich glaube, das verschwindet nach und nach jetzt schon. Wir warten mal ein bisschen. Okay, Leute. Oh, da haben wir was weggekickt. Das haben wir hinbekommen. Dann würde ich sagen, montieren wir erstmal noch einen neuen Radiator. Also eine neue Heizung. Genau. Ah. Das war top. Okay. Also Heizungen gehen gerne mal gut kaputt. Aber müssen wir schon öfters jetzt aufrüsten. So, das haben wir hinbekommen. Da muss noch irgendeiner hin, da hinten. Ist die Frage, wollen wir das eben wegräumen? So, machen wir das mal so. Jetzt kaufen wir auch noch einen neuen. Und jetzt montieren wir das natürlich hier auch. So. Also diese Menüführung finde ich ganz cool auch, dass man sieht, also man sieht wirklich jetzt zum Beispiel Radiator 88%. Das ist schon sehr detailliert dargestellt. Das ist schon mal nice. Muss ich das denn alles wieder so hinstellen oder? Das ist halt die große Frage. Other Room
Was haben wir denn hier? Ah, okay, hier müssen wir nochmal ran. Aber erstmal möchte ich ganz gerne das wieder richtig hinstellen. Wo stand das genau? Haben wir jetzt hier eine komische... Hier haben wir was Komisches platziert. Weg damit. Oh! Mist, gleich kaputt. Und so, die Toilette. Auch mal wieder transportieren. So. Aber da ist gar kein Rohr, ne? Gar kein Abflussrohr. Alles klar, Leute. Ah, kommen wir da so hin? So. Dann machen wir das mal eben weg hier. Zack. Zack. Haben wir auch hinbekommen. Sehr schön. Zack. Stellen wir das da wieder hin. Hier hundertprozentig. Sehr gut. So, dann müssen wir noch hier rein, denke ich mal. Machen wir mal zu. Hier müssen wir noch einen hinbauen. Ah, hier müssen wir auch streichen wieder. Hier kommen wir gar nicht hin. Dann können wir das Bett ein bisschen nach links schieben. Das wäre vielleicht ideal. Okay, Leute. Ja, wie es weitergeht und ob wir den Auftrag schaffen werden, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss.